Warum eigentlich? Weil ich erst nach der Pokémon-Liga den Nationaldex kriege. Aber wird dann der Eintrag nicht nachgereicht? Hm? Wird der Eintrag nicht auch so eingetragen? Nee, das funktioniert in Gen 3 noch nicht. In Gen 3 war noch alles anders. In Gen 5 ging das. Da konntest du Pokémon aus älteren Gens haben, obwohl sie nicht im Einaldex drin waren. Da hattest du halt einfach keinen Pokédex-Eintrag dafür. In der Zeit, wo du den Nationaldex nicht hattest. Aber hier so, ist einfach so, wenn es nicht im Pokédex steht, existiert es nicht. Ja, ja, und dann? Ja, nix und dann. Ist einfach so, man hat es zu akzeptieren. Ja, verschwindet das Pokémon einfach. Inwiefern verschwinden? Ja, du sagst gerade, wenn es nicht wenn du den Pokédex nicht hast, dann existiert es nicht. Ja. Ja, aber was hat das dann mit der Entwicklung zu tun? X-Bart existiert im Kanto-Dex nicht. Ja, aber ja. Ja. Meine Frage war, hört dann X-Bart einfach auf zu existieren? Nee. X-Bart gibt's einfach nicht, solange ich den Nationaldex nicht hab und gut ist. Löst das einen Bug aus? Es wird einfach überhaupt nicht möglich sein, das Ding überhaupt zu kriegen. Du kannst ja auch vorher nicht mit anderen Spielen tauschen. Also du kannst danach nicht mehr damit spielen, kämpfen. Ich kann's nicht mal kriegen. Ich kann es nicht entwickeln und ich kann es auch genauso wenig von einer anderen Edition rübertauschen, auf der ich es vorher entwickeln könnte, wie zum Beispiel von der Smaragd-Edition. Man kann nämlich mit den Höhen-Editionen erst tauschen, sobald man den Nationaldex hat und man ein paar Kleinigkeiten für... Also es wird sich so oder so nicht entwickeln, weil... Ja, es entwickelt sich nicht, solange ich nicht den Nationaldex habe. Und so, ach so. Solange existiert es für dieses Spiel quasi nicht. Hier waren wir schon. Achter Stock. Habe ich eigentlich noch einen Paraheiler? Ja, einen habe ich noch. Muss nachher mal wieder ein bisschen einkaufen gehen, habe kaum noch Heil-Items. Und da ist der letzte von den Vieren. Was sind vier? Hm? Welche vier? Habe ich nicht bekommen. Die vier berüchtigten Rocket-Brüder. Die gibt's vier von denen hier im Silfco-Gebäude, die sich immer so vorstellen. Ah ja. Ich glaube, Lapriso ist das langsamste Pokémon, das ich in meinem Team habe. Ja, 60, 65, bei Golbat kenne ich es nicht auswendig, aber das ist über 100. 65, 100 und 70. Was wollt ihr jetzt nochmal reinschicken? Ja, habe ich nicht geachtet. Ich schmeiß einmal mal so hier rein und schau, was passiert. Ich hab's nämlich jetzt vergessen. Ah ja, Traumato war's, genau. Ja, gut, da habe ich mit Sortier gute Karten. Der hat mit Flügelschlag eine effektive Attacke dagegen. Okay, bei Hypno brauchen wir jetzt allerdings wieder Conchan. Nachdem ich vorhin ein Kadabra durch einen Reflektor durch one-hitten konnte,
sollte das jetzt auch kein Problem sein. Hier waren wir ja auch schon. So. Ein Volteball. Ja, so langsam geht unser komplettes Team auf die 40 zu. Und Level 39. Plus 4 Init. Wow. Du bist ein verdammt schnelles Sandama, muss ich mal so sagen. Ja. Wenn wir das mal ein bisschen vergleichen müssen, hier haben wir 66. Also du hast 22 Init mehr als ein Sarzenia, das eigentlich 5 Basispunkte über dir ist. Du bist sogar schneller als Golbat. Okay. 65, gut, der ist jetzt nicht so sonderlich schnell. 96, ja gut, das ist ein Bulnona, die Dinger sind verdammt schnell. Und Lapras ist ziemlich langsam. So, da sind wir schon im 9. Stock jetzt. Ronald. Ist das Ronald McDonald? Okay, dagegen kann Birki jetzt nicht sonderlich viel machen. Smogon. Mal wieder. Wenn ich die EV bei den ganzen Pokémon hier mitgeschrieben hätte, dann könnte ich vielleicht sogar... Also wenn ich die EV mitgeschrieben hätte, könnte ich die ganzen DV mal ausrechnen. Aber ich meine, dass du einen verdammt hohen Init-DV-Wert haben musst, weil sonst würdest du nicht auf solche Init-Werte kommen. Aber ich... Moment mal, gab es ja eigentlich auch schon diese netten Sprüchen? Oder gab es die erst in Gen 4? Okay, die gibt's hier noch nicht. Sonst hätte ich da zumindest mal einen groben Hinweis bekommen, was der höchste DV-Wert ist. Hm.
Das macht 33 Schaden. Und da hat Dirki auch schon Level 39. Carbon ist mehr Init, Sonderbonbon ist ein Level und ein Hyperball. KP plus. Und dann sind wir auch schon im 10. Stock. Hier haben wir noch einen Zink. Und dann dürfen wir hier noch einen Trainer kaputt machen. Das ganze Team ist Level 39. Ja gut, dann ist es egal, wer vorne steht. Ein Radfratz. Den nutze ich mal ganz schnell, um die KP wieder aufzufüllen. Super. Ein Radfratz kommt auch noch. Der Typ hat irgendwie laute, halbstarke Viecher irgendwie nur dabei. Ja. Nix, was man ernst nehmen müsste. Rettern hat er noch. Na gut, der wird mich zwar jetzt bedrohen, aber mal schauen, vielleicht reicht der Flügelschlag ja trotzdem aus, um das Ding über die Bretter zu schicken. Und das tut er auch. So, Moment mal, diese Heilstation, die war unten im 8. glaube ich, oder? Ja. Gut. Genau. Von hier aus komme ich dann auch ganz leicht Richtung Boss. Jetzt nehmen wir einfach nur diesen Teleporter hier und dann nehmen wir diesen hier und dann sind wir schon wieder da. Hier noch einen Rüpel. Ein Traumato. Nogger hat er auch noch. Ja.
So, womit fängt denn unser lieber Herr Giovanni an? Ich meine, der hat seinen Nidoqueen, glaube ich, schon. Aber ich meine, der fängt mit Rihuan an. So, zweiter Kampf gegen Giovanni. Ja, er fängt sogar mit Midorino an. Na gut. Hat zwar noch keine Wasserschwäche, aber... Die Übertragung hängt. Schon wieder, Moment. So, geht's wieder? Nee. Okay, dann muss ich sie mal komplett beenden. Einmal beenden, einmal wieder starten. So, jetzt müsste es wieder gehen. Jetzt geht's wieder. Jetzt kommt er mit Rihuan. Und da war ein Rihuan. Und da ist ein Nidoqueen. Das Ding könnte den Eisstrahl oder den Surfer sogar überleben. Der kann Doppelkick. Fast, dass er den überlebt. Ernsthaft? Giftstachel? Was Besseres hast du nicht? Giftstachel. Und da kommt Kang. Jetzt habe ich leider kein Kampf-Pokémon mehr dabei, aber... Schmeiß mal einfach das rein, was den besten Verteidigungswert hat. Und zumindest eine Kampfattacke im Repertoire hat. Ist ja auch eine Level 35, das geht ja noch.